Ah, oui, oui, Omelette du Fromage. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Slater. Ich muss einfach nur ganz kurz sagen, das Spiel ist im Prinzip wie ein guter Wein. Je älter es wird und je länger man es spielt und je mehr man darüber erfährt, desto besser wird es eigentlich. Ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, die Mission beim letzten Mal in dem Spa, / in diesem Hotel, war im Prinzip wie straight out of Hitman. Und das ist wirklich das größte Kompliment, was ich dem Spiel machen kann, weil Hitman ist absolut großartig und das nachzumachen ist gar nicht so einfach. Die Map war riesig groß, sie war wunderhübsch, eigentlich. Ne, manche Bereiche sahen echt, echt nice aus. Es gab so viele Verkleidungen, es gab so viele Keycards, es war so offen, man konnte so viele Wege nehmen. Dieses Spiel ist großartig, ganz ehrlich. Wie gesagt, in der Zeit, wo das nächste Hitman, ich glaube, noch 3 Wochen entfernt ist, bis es rauskommt, ist das hier wirklich das Beste, was wir kriegen werden. Und wirklich ziemlich nah an Hitman. Ich weiß nicht, ob ich alleine dastehe mit der Meinung, aber das Spiel ist absolut großartig und deswegen spielen wir mehr davon. Und wer denkt, es beim letzten Mal war das Coolste, was wir sehen werden, guckt euch die Größe der Map an, wo ich heute bin. Das hier ist maximal rausgezoomt und das hier bin ich. Die Map ist absolut gigantisch. Soweit ich weiß, gehen wir heute irgendwie auf so einen Nachtmarkt und dann hier oben steht es ins Dungeon, was auch immer das Dungeon ist. Ich glaube, das ist sowas wie eine Bar oder ein Club, keine Ahnung. Und ich freue mich, ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Spiel aufnehmen darf. Das ist, ich finde das super geil. Ich hoffe, ihr findet das auch super geil. Okay, bevor ich jetzt anfange, wie immer, das Briefing des heutigen Tages. Wir haben 3 Leute, die verschwinden müssen und einen Memory Stick, den ich finden muss. Die erste Person ist Agent Frank Skinner, der auch nicht so ganz koscher ist, irgendwie ein bisschen korrupt und eben auch in der Sache mit drin steckt, die mein Vater unter die Erde gebracht hat. Wir sind natürlich immer noch da. Dann Nummer 2 ist Jack Trinch, dem das Dungeon gehört. Der muss auch weg. Und dann müssen wir noch jemanden identifizieren. Wir wissen nämlich, wie er aussieht, wir wissen nur nicht, wo er ist. Und das ist Tony Muratore, der auch irgendwie in den ganzen Sachen mit drin steckt. Ich bin übrigens hier beim letzten Mal, weil mich der Sender, den ich in den Koffer gesteckt habe, hier hingeführt hat. Das heißt, es gibt auch noch eine mehr oder weniger tiefe Story dahinter. Aber eigentlich bin ich wegen dem Gameplay hier. Und dann muss ich noch einen Memory Stick finden, auf dem quasi drauf ist, was ich so mache. Und dass ich quasi dafür verantwortlich bin, dass Leute mysteriöserweise einfach mal so abtreten. Das heißt, das wäre nicht so gut, wenn das in die falschen Hände kommt. Den muss ich also auch finden und danach wie immer extrahieren mit dem weißen Van, den er natürlich immer noch fährt. Das ist nach wie vor das auffälligste Fahrzeug in der Geschichte. Aber warum nicht? Ziehst du rein? Es ist wirklich ein Nachtmarkt. Nice! Das ist wie das eine Level aus Hitman Absolution. Da gab es auch einen Nachtmarkt. Und das war auch richtig geil. Außerdem ist es viel zu leise. Jetzt fangen alle an zu schreien. Ich wollte gerade sagen, es ist viel zu leise für einen Nachtmarkt, wo die Leute Sachen andrehen wollen. Aber jetzt haben wir die passende Soundkulisse. Und hier laufen Polizisten rum. Hi! Ich glaube, wir haben in dem Spiel noch nie einen Polizisten gesehen. Hier hat es Polizisten. Klasse. Okay, das Level ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Hinten steht laut Police. Das heißt, es gibt noch Polizei hier. Also, wir wissen ja, es gibt Polizei, aber anscheinend auch ein Polizeirevier. Irgendwie sowas. Und hier werde ich wohl nicht reingelassen. Hier stehen 2 Typen vor der Tür. Okay, irgendwo muss ich anfangen. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Okay, hier ist ein Schrank. Und hier ist ein Schaltschrank. Was passiert, wenn ich das mache? Wer checkt das aus? Irgendeiner muss es auschecken. Ich weiß noch nicht, wer das tut. Vielleicht kriege ich so eine erste Verkleidung zustande. Das wäre doch eigentlich ganz nice. Die ist natürlich abgeschlossen. Will das niemand mal kurz überprüfen? Ich weiß auch gar nicht, wo das Kabel hinging. Ich habe es einfach mal gedrückt. Doch, da kommt tatsächlich einer. Hi. Der hat einen Schlüssel. Das tut mir sehr leid. Aber ich glaube, ich brauche diesen Schlüssel, deswegen muss das leider sein. Es gibt keine andere Option. Hitman kann man sich ja entscheiden, oder kann man sich entscheiden, auf welche Art man das macht. Hier gibt es nur die, der steht nicht mehr auf. Art. Also ja, ich wechsle mal auf die Klamotten durch, weil ne, das ist relativ nice. So, ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich meine, wenigstens irgendwo muss ich anfangen. Ne? Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Damit komme ich jetzt hier rein. Wo auch immer ich jetzt bin, ist das ein Wohnhaus. Habe ich gerade irgendeinen armen Typen ausgeschaltet, der eigentlich nur hier wohnt und Fernsehen gucken wollte. Jetzt habe ich sein Fußballspiel unterbrochen. Und der war halt die Person, die zuerst zum Schaltkasten ging. Ups. Das tut mir ein bisschen leid. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Wohnung, schätze ich. Nice. Hi. Ich bin gerade ganz zufällig an ihn rangelaufen. Das ist der Kollege, den wir suchen. Hat einen Koffer, schwarzes Beanie und hier, Trenchcoat. Das heißt, das ist einer der Kollegen, den wir suchen. Jo, das ist jetzt halt unglücklich, aber ich komme gerade um die Ecke und dann steht der da. Das heißt, wenn ich den irgendwo hinbringen könnte, wo er allein ist, dann wäre das ziemlich doof, ne? Hier drin wird das definitiv nicht passieren. Das ist eine ziemlich schicke Bar, Jungs. Okay, okay,
Okay, die Map ist absolut gigantisch. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da kann mit dem Schlüssel hätte ich vielleicht irgendwas erreicht. Aber nein, ich glaub's nicht. Und der Typ geht nach da hinten, wo ich nicht rein darf. Oh, der Typ ist Koch. Der Typ ist Koch. Damit dürfte ich in die Bar, glaube ich. Damit dürfte ich in die Bar. Change Klaus? Okay, ich bin jetzt Chefkoch. Gordon Ramsay. Und hier steht auch eine Tonne, ne? Ja, okay, das ist eine Viable-Tonne. Okay, vielleicht ist Nummer 1 gleich schon erledigt. Ich bin jetzt Chefkoch. Das heißt, ich darf jetzt hinter die Kulissen dieses schicken Etablissements, richtig, Boys? Okay. Jawohl, okay. So, wo ist er hin? Hier anscheinend, kommt gerade die Treppe runter. Hier kann ich ihn aber nicht verstecken. Ich wollte ihn gerade vielleicht noch wegholen, bevor er um die Ecke geht und er hier ihn sieht, aber nee. Dazu habe ich nicht genug Aufklärung betrieben, um zu wissen, wo ich ihn verstecken könnte. Ja, ich hätte ihn bis hier hochschleppen müssen. Das heißt, ich warte jetzt hier, bis er wieder... Oh, da läuft jetzt wahrscheinlich eine ewig lange Runde. Ich muss jetzt warten, bis er wieder kommt. Weil sonst wird das nichts. Okay, Kumpel, ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber hier oben wird das Ziel nachher reinlaufen. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn der hier nicht im Weg ist. Und das nicht sehen. Ah, das sind schon wieder viel zu viele Leute, ne? Ach, Mann. Es gibt auch bestimmt eine Möglichkeit, wo ich nicht mich um so viele Leute kümmern muss, die besonders mit der Sache nichts zu tun haben, weswegen ich mich immer ein bisschen schlecht fühle. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, weil hier ist noch ein offener Schrank. Und der Typ läuft immer nach hinten und dann nach oben. Das heißt, da könnte ich ihn dann holen und einfach dann in den Schrank bringen. Ich gehe auf Nummer sicher. Nicht, dass der Typ dann, den ich gerade weggemacht habe, die Treppe runterläuft und das sieht. Weil ich will schon irgendwie auf Nummer sicher gehen. So, jetzt warte ich, bis er wiederkommt. Das ist... Ja, er ist gerade wieder auf dem Weg. Perfekt, anscheinend mag er die Bar, kommt öfter mal her. Ah, oui, oui, Omelette du Fromage. Okay, er ist die Treppe hochgelaufen. Perfekt, lauf einfach weiter. Lass dich nicht irritieren. Ich bin der Chef, hier oben ist der Lagerraum. So, eins wäre erledigt. Perfekt. Briefcase? Neues Inventory-Item. Okay, Access Code 538. Und ein Payout für Frank Skinner. Vielleicht kann ich so den anderen rauslocken, weil er ja nicht weiß vielleicht, wie der Typ aussieht, der den Koffer hat. Wer weiß. Okay, damit wäre das erledigt. Huh, gutes Gefühl. Jo, das tut mir jetzt leid, aber ich will in die Polizeistation, einfach mal so um auszuchecken, was da so geht. Und der Typ hat ein Techniker-Outfit, also... Jo, das ist jetzt halt doof, ne? Aber... Manche Dinge müssen halt sein. Oh, die Zahl am Ende wird so hoch. Oh, die Zahl am Ende wird so hoch. Aber jetzt kann ich wenigstens da reinlaufen. Weil hier läuft, glaube ich, offiziell kein Ziel rum. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder? Doch, oben. Sogar zwei. Perfekt. Dann war das ja ganz richtig. Meine erste Intention, einfach mal hier hinzulaufen. So, darf ich rein? Ja, hey, was geht? Ich bin der Techniker. Es gibt einige Dinge, die technisiert werden müssen. Ne, Boys? Viele, viele technische Dinge. Ja, ja. Computer, ja. Okay, ich bin in der Höhle des Löwen. Hier muss ich ganz besonders aufpassen. Da ist noch ein Techniker. Okay, ich hätte gerne eine Keycard. Manche Türen hier oder viele der Türen sind Keycard versperrt. Aber ich wüsste nicht, wo ich so eine herbekommen soll. Müsste wahrscheinlich einfach auf dem Tisch liegen, weil der Typ gerade hatte keine dabei. Der hätte mich fast enttarnt. Hast du gesehen, den roten Kreis? Ich glaube, der kann mich enttarnen, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich muss aufpassen. Ne? Weil da war gerade ein rotes Feld um dem Bildschirm. Das heißt normalerweise, du bist kurz davor enttarnt zu werden. Keycard. Easy. Yes, Polizisten-Outfit. Perfekt. Ich habe die Umkleidekabinen gefunden. Das heißt, jetzt darf ich wahrscheinlich rumlaufen, wo auch immer ich will. Okay, so langsam kommt wieder alles zusammen. Das heißt, das Level hier ist riesig groß, aber die einzelnen Bereiche sind quasi so... in sich. Das heißt, es gibt die Polizeistation, wo einer drin ist. Und dann wahrscheinlich auch noch ja, hier einer im Dungeon. Aber warum sind drei Leute als Ziel markiert, wenn nur noch zwei übrig sind? Ich meine, eins davon ist der Memory Stick, klar, aber da muss ich doch nicht... Da reicht doch Clown, da muss ich ja den Typen nicht mitnehmen, oder doch? Hi, da sitzt einer im Verhörraum. Wer von allen ist das? Das ist nicht Jack, ist aber auch nicht Skinner. Ist das der mit dem Memory Stick? Keine Ahnung, soll ich mal mit ihm quatschen? Ich meine, ich bin Polizist. Mark Slater, how did you get in? Man kennt sich. Not everything is what you might think, Mark. Wir haben sogar eine Zwischensequenz. You want to know a secret about your boss, Jacob? Gern.
Ja, aber... Das, ja, klar, logisch. Ah, das Spiel, gell? Das ist ja unglaublich. Wie viel Pech kann man haben, einfach kurz davor auszuplaudern? Woher kennt er mich? Okay. So viel also dazu. Aber er hat einen Memory Stick. Easy. Kann ich den noch irgendwie... Ja, ich sollte den... Ich kann ihn nicht aufheben. Ich kann ihn nicht aufheben. Schön, ich wollte gerade sagen, ich sollte ihn noch irgendwie wegschaffen, aber ich kann ihn nicht aufheben. Also lassen wir den da einfach und gehen. Das heißt, irgendjemand hat ihn aus dem Weg geräumt. Verdächtig, verdächtig, aber ich habe jetzt den Memory Stick. 2 von 4 Sachen erledigt. Yay! Bitte geht nicht dahinter, ich weiß nicht. Oh oh. Ich glaube, der sieht das gleich. Wie kriegt das nicht mit? Ich meine, könnte ich? Würden die das... Okay, die kriegen das nicht mit. Ich hatte jetzt Angst, dass er das sieht, was da passiert ist, für den Fall, dass er es nicht war. Aber der Typ ist so korrupt, der war das wahrscheinlich. Das war ja einfach, ich habe gedacht, ich muss irgendwie in den dritten Stock kommen. Nein, der kommt hier runter ab und zu und checkt den Kerl. Wie war das jetzt? Hä? Also es sei denn, er war das, der das Zeug in den Kaffee gemacht hat. Dann wollte er zugucken, ob es funktioniert hat. Falls er das nicht war, hätte das jetzt eigentlich ein Instant Game Over sein können, dass er irgendwie sagt, ja, Alarm. Hier stimmt irgendwas nicht. Weil der Typ liegt da. Aber entweder er war's oder die KI ist zu doof, durch Glas zu gucken. Hey, okay? Aber ist egal. Nur noch ein Ziel, ist der Spaß erledigt. Ich muss an Jack Trinch rankommen. Komme ich als Polizist ins Dungeon rein? Vermutlich ja, auch wenn ich nicht sonderlich beliebter bin. Aber ich gucke einfach mal, ne? Ich bin nicht im Dienst, so die Marke sitzt heute ein bisschen locker. Okay, ich habe es gerade geschafft, ins Dungeon reinzukommen mit dem Code, der in dem Koffer drin stand. Das ist einfach so eine Tür, wo ein Keypad nebendran ist. Ich gucke gerade auf den Boden, weil das ist so wie in der einen Mission. Also jetzt weiß ich auch, warum das Dungeon heißt. Das ist so wie in der einen Mission, die ich nicht zeigen konnte. Ich glaube, ich werde auch nicht sonderlich viel hiervon zeigen können. Ich hab's reingeschafft, okay, und ich will nicht hochgucken, weil das hier ist fast nochmal eine Nummer. Ah, das Spiel, Mann. Warum kannst du nicht PG-13 sein? Okay, ich glaube, das hier kann ich wieder zeigen. Ich bin in einer Restricted Area. Aber ich weiß noch nicht, wie mich das zu meinem Ziel bringen soll. Da ist Security. Ich brauche aktuell ein Outfit, was mich quasi als Mitglied... Ha! Was mich als Mitglied ausweist. Und da wäre der Typ eigentlich perfekt. Aber hier ist keine Kiste drin. Doch, da ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Das tut mir jetzt sehr leid. Aber ich brauche das Security-Outfit. Es gibt Momente, da sollte man nicht alleine sein. Und das hier ist einer davon. So, es tut mir leid, aber da ist das letzte Ziel erledigt. Okay, das war jetzt easy. Das war jetzt wirklich richtig easy. Das... Da hinten ist jemand. Die guckt perfekt in diese Richtung. Das ist nicht gut. Gibt es hier sonst noch einen Schrank? Die guckt perfekt in die Richtung, darauf hätte ich achten müssen. Wie ist die Sichtlinie? Ja. Hoffentlich ist Sichtlinie nicht gut. Okay, irgendwie habe ich das hingekriegt. Die KI ist nicht die cleverste. Okay, hat funktioniert. Die guckt direkt in die Richtung, darauf hätte ich achten müssen. So, das wär's. Alles erledigt, ich verschwinde. So, Leute, war schön mit euch, aber ich muss gehen. Ich habe meinen Job gemacht. Ich würde gern noch irgendwie ein paar Würste kaufen oder was auch immer mir die Leute auf Nachtmarkt andrehen wollen, aber ich habe keine Zeit dafür. Okay, die Mission war wieder cool. Die war wieder cool, aber nicht ganz so nice wie die davor. Und er hat ihn kaputt gemacht. Damit sind die Beweise weg. Und niemand weiß, dass ich... Das war 30 Minuten. Ist okay. Und das ist halt... Fünf. Ich würde gerne diesen Rang loswerden, aber ich weiß nicht, wie es sonst gehen soll. Aber ich habe halt schon gerne eine Verkleidung, dass ich einfach rumlaufen kann. Man könnte sich, glaube auch einfach durchschleichen. Aber das ist mir fast zu risikobehaftet. Ich werde diesen Reinglaub nie los. Ich versuche es so gering wie möglich zu halten, aber ich krieg's nicht hin. Okay, hiermit ist es offiziell, das Spiel geht ultimativ Hitman. Die nächste Mission ist in einem Hotel. Und soweit ich weiß, hatte fast jedes Hitman-Spiel bis jetzt eine Hotel-Mission. Also ja, das Spiel macht... Ich finde es halt gut, dass es nicht versucht zu verbergen, was es sein will. Das, ich meine, für das, was es ist, für das, dass da nicht so viele Leute dran gearbeitet haben, es macht seine Sache durchaus gut. Da kann man sagen, was man will. Ich persönlich finde es ziemlich Premium. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen und Like-Button aufs Maul und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dies hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Also jetzt mal ohne Witz, es ist ungewöhnlich still. Ich höre nicht mal Verkehr und das ist mitten in der Stadt hier. Was ist los? Habe ich die Evakuierung verpasst?